Leute, seid ihr ready für den Play des Jahrtausends? Es kracht komplett bei ihm. Rennt, meine Schweine, rennt, meine Schweine. Oh ja. Podcast Rar wieder spielen wir nach einer sehr, sehr langen Zeit wieder das ganz klassische Lockbait-Deck. Lockbait gibt es mittlerweile seit 7 Jahren und es ist immer noch spielbar. Klar, mal besser, mal schwächer. Zurzeit natürlich deutlich schwächer seit dem Raketen-Nerf und natürlich auch, weil Entfernung zu halt einfach nicht so stark in der Meta ist. Aber die Stack, ich kann euch sagen, ist immer noch spielbar. Und vor allem, weil die Kobold-Gang einen kleinen Buff bekommen hat durch die Spielgoms, dachte ich mal, dass ich dieses Deck mal wieder rauskriege. Klatsche und wir ohne Wischiwaschi, ohne Mighty Miner, ohne irgendwas einfach mal wieder dieses Oldschool Lockbait Deck auf entspannt für die Oldschool Vibe spielen. Wenn ihr solche Wissen wirklich verpassen wollt, öfters solche Decks sehen wollt, wo wir ein bisschen mal in die Vergangenheit reisen, bitte auch in die Gegenwart, weil wie gesagt, dieses Deck kann man immer noch spielen, aber natürlich war es schon mal ein Punkt besser. Aber vielleicht willst du ja wieder stärker, man weiß nie, dann abonniert jetzt gerne den Kanal. Costa, los, Dana Cold Mountain Shop und rein in die Game. Here we go, let's go und wir schauen, was der Gegner spielt. Okay, für Duganim. So, wir gehen mal rein. Ich lasse jedes Game drin. Ich werde nichts rausschneiden. Wir gucken jetzt, wie der Hase hoppelt. Und wenn der Hase nicht hoppelt, wenn der Hase im Pfeffer ist, dann kracht es halt komplett. Okay. Er macht direkt King an. Ich finde einfach dieses Deck, Bruder, ich habe dieses Deck damals gespielt. Ich habe das Deck damals gespielt in 2017. Ich habe es eigentlich gespielt, sobald ich es konnte. Am Anfang konnte ich es noch nicht spielen. Das hat ein bisschen gekracht damals, weil ich noch nicht die Level hatte und gleichzeitig noch nicht die Prinzessin freigeschaltet habe. Damals, wenn ihr euch natürlich erinnern könnt, gab es diesen Shop, wo man 3 legendäre Karten auf einmal kaufen konnte. Und damals hat der Shop auch noch was bedeutet. Ich bin eh dafür, dass der Shop mal gereworked werden sollte. Ich weiß nicht genau wie. Ist aber auch nicht mein Job. Ich werde nicht dafür bezahlt. Aber damals konnte man 3 legendäre Karten kaufen und jeden Abend saß Morten Real mit seinem iPad im Bett um 23.59 Uhr und hat gebetet, bitte lass mich einfach die Prinzessin im Shop haben. Irgendwann hatte ich es, ich habe sie mir ergrindet, ich habe es hinbekommen, ich habe glaube ich sogar damals für die Prinzessin, müsst ihr euch mal vorstellen, ich habe einfach Gold im Shop gekauft. Digga. Gold im Shop kaufen war immer Scam und es ist das Dümmste, was man machen kann. Aber ich wollte sie einfach unbedingt haben. Ich hatte so einen Fetisch auf die Prinzessin. Ich wollte sie unbedingt in mein Deck haben, beziehungsweise einfach spielen und haben. Den Eismark habe ich schon davor gezogen. Und ich finde es einfach diese Oldschool-Vibes. Ich meine, ja klar, das Spiel muss sich weiterentwickeln. Es gibt jetzt auch ein paar Sachen, die cool sind, die es früher nicht gab. Aber ich würde einfach mal wieder so Challenges ziehen. Das habe ich schon so oft Supercell vorgeschlagen. Bringt einfach mal Challenges raus, so aus den so eine Jahreszeiten-Challenge. Sagen jetzt mal die 2016-Challenge, die 2017-Challenge, die 2018-Challenge und so weiter. Karten, die damals nur rausgaben, die sind nur spielbar in der Challenge. Würde ich unfassbar cool finden und wäre meiner Meinung nach eine unfassbar geile Idee. Und ich meine, Digga, wir recyceln doch eh mal die Challenge. Wir machen doch eh mal das Gleiche, die gleichen GTs, die gleichen Challenges. Also warum nicht mal sowas bringen? Warum nicht mal sowas bringen, dass wir einfach mal eine Challenge bringen mit geilen Rewards, wo einfach solche Sachen mal passieren. Ich check es nicht. Ich werde da wirklich, da werde ich wieder zum Krawattenmann-Chat. Und ihr wisst es, ich werde eigentlich nicht gerne zum Krawattenmann, aber ab und zu werde ich das. So. Ich bringe jetzt hier direkt meinen Fernator ein bisschen früher rein. Ich dachte, er wird einen Phönix spielen, aber Pustekuchen macht er nicht. Ich glaube, er bringt jetzt hier gleich ein Lightning drauf. Das heißt, wir müssen da eigentlich... okay, das könnte jetzt krachen. Hilfe! Chat, ich sehe Krachpotenzial. Und das ist eigentlich nicht so geil. Okay, Kobold ging rein. Jetzt muss ich hier meine Kobold fast bringen. Gucken, ob es jetzt Nadot könnte er machen. Aber wird gar nichts bringen sogar. Speargold ist wirklich mittlerweile eine sehr, sehr gute Karte. Und wir spielen hier gegen ein ganz normales E-Giant-Deck. Bruder, E-Giant Barb Barrel... ich glaube, das einzige Card aus seinem Deck, das es am Anfang in Clash Royale gab, wo dieses Deck auch spielbar war, war einfach Kanone oder und Bombard. Die anderen Karten wurden alle erst später geaddet. Also, wir spielen Deck aus der Vergangenheit und er spielt ein brandaktuelles Deck. Okay, irgendwie kriegen wir es hier relativ einfach verteidigt, weil der Entfernturm jetzt hier alles wegschnetzeln wird. Okay, guter Eisgeist. Nein, kein guter Eisgeist, ein perfekter Eisgeist. Und komm, wir bringen die Oldschool-Vibes. Es ist zwar die alte Rakete, aber ich will sie trotzdem bringen. Wir cyclen sie einfach auf Lock auf den Turm. Er bringt jetzt hier das Fass rein. Ich glaube, dass wir jetzt hier mit einem chilligen Entfernturm das eigentlich einigermaßen abgehen sollten. Ich kann jetzt hier einfach noch ein Holz bringen. Einfach nur sicherheitshalber, dass dir nichts passiert. Jetzt bringe ich hier den Eisgeist hoch rein. Und jetzt kann ich hier relativ easy gleich kurz warten. Er wird jetzt wahrscheinlich Lightning und dann die Ability zünden. Bro, ich bin hier nicht im Clash Royale Kindergarten. Ich bin hier in der Hochschule. Und wir bringen die Rakete und wir gewinnen das Spiel. Daumen nach oben, weiter geht's. Ja, Bock, es macht mir Spaß. Es gibt mir immer wieder diese Vibes. Klar, man kann diese Decks nicht immer spielen, weil irgendwann fällt einem auf, dass es bessere Varianten gibt. Aber generell, ich weiß, viele Leute von euch spielen noch Classic Lockbait. Und wenn ihr noch Classic Lockbait spielt, schreibt es in die Kommentare. Ihr seid OGs. Und ich
sage es, wie es ist, wenn ihr irgendwelche Mädels zuschauen, Leute, die jetzt noch Classic Lockbait spielen, die werden niemals euch betrügen, weil wenn ihr Classic Lockbait jetzt noch spielt, nach so vielen Jahren, dann seid ihr eine treue Seele und das ist halt einfach wichtig und das bringt euch im Leben auch auf jeden Fall weiter. So, er spielt hier Ofen, das wird nie eine Freundin finden, das ist geil. Goblin einfach mal rein, Musketieren kommt, aber die Spielguns mittlerweile. Das Ding ist auch, es gibt so, ich weiß nicht, Python-Taktion haben irgendwie jetzt auch gechanged so, weil man sie verteidigt mit Ice Guys und E-Spirit. Also, Spielguns ist wirklich eine Karte, wo ich sagen muss, die sind wirklich sehr, sehr stark. Also, okay, das ist jetzt natürlich nicht so geil. Es ist jetzt hier absolut nicht geil. Hallo, ich hab nichts! Ah, chillig, Digga. Ja, ich meine, ich wollte das Game sowieso nicht gewinnen. Perfekt, Junge. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, er bringt Barbs rein. Das Ding ist, das Gute ist, ich wollte das Spiel sowieso nicht gewinnen. Das ist halt das Gute. Prinzessin rein. Geil, jetzt muss ich hier noch so einen komischen Eisgeld spielen und muss hoffen, dass der... Okay. Holz hier rein. Ich will nämlich nicht, dass er doch irgendwie meinen Turm relativ easy bekommt. Ich muss jetzt am Rätsel einen Ritter rein. Warum nicht? Oh, der Ritter könnte huge gewesen sein. Jetzt muss er eigentlich einen Barbel bringen. Weil wenn nicht, dann kracht es nämlich. Jetzt bringe ich aber einen Kobold was rein in der Sekunde, wo er das Barbel vielleicht bringt. Okay, macht er nicht. Aber er hat kein Elixier. Er hat kein Elixier. Und wir kriegen sehr, sehr guten Damage. Okay. Ich würde sagen, jetzt die Kobold-Gang dahinter, weil wenn er ihn zündet, sollte die Kobold-Gang nicht angegriffen werden. Okay, sie wird irgendwie komplett verbuggt angegriffen, aber interessant. Ich bringe jetzt den Eisgeist rein und wir sind wieder zurück im Spiel, Leute. Wir sind zurück im Spiel. Wir sind in Führung. Wir haben den Turm bekommen und das ist das Wichtigste. Okay. Prinzessin rein. Schauen, was er jetzt macht. Okay, Barbs. Okay, das ist der Turm. Das ist fein. Ich kann das taken. Ich spiele jetzt einfach meine Kobold gegen ganz weit nach hinten, um einfach, ja, ich weiß, ich werde meinen Turm sowieso verlieren. Jetzt geht es eigentlich nur darum, nicht gefühlkorn zu werden. Und seine Barbs hier relativ kostengünstig, relativ effizient zu verteidigen. Ich bringe jetzt meine Prinzessin nach hinten. Die Spearguns machen hier wirklich einen sehr guten Job. Vielleicht gibt er uns irgendwie Raketen-Value. Okay. Bringen wir einen Ritter einfach mal rein. Ich denke, das ist fein, weil der Ritter wird jetzt hier erstmal tanken. Gleichzeitig den Ofen noch shredden. Und hier für die Spearguns auch noch tanken. Und fürs Koboldfass. Hier ist jetzt ein relativ cheapes Lock. Früher auch immer dieser Lock-Chip, um die Musketieren zu beschützen. Es ist einfach absolut, ich meine, um die Prinzessin zu beschützen. So. Bei ihm kracht es komplett, weil jetzt gehen wir hier nämlich mit Ritter rein. Er hat nämlich gerade kein Barfass im Cycle und deswegen verliert er jetzt auch das Spiel und jo, wir gehen ins nächste Game. Bis gleich. Es kracht, es kracht, es kracht, es kracht und ich hoffe, dass es jetzt auch bei unserem Gegner kracht, beziehungsweise das Board, wie ihr es auch immer nennen wollt. Ich weiß, es gibt viele Ausdrücke, um dieses eine Thema zu beschreiben. Okay, Eisgeist rein. Bro, wie war der im Turm? Wenn ich wegen einem Miner der Mitte verliere, dann raste ich aus. Okay, Lock rein. Ich würde sagen, bringt Kobold was jetzt auf der linken Lane. Warum nicht? Er muss jetzt noch eine Golden Knight. Oh, der Nado, Digga! Es kracht komplett bei ihm, Junge! Bro, ich glaube, er spielt das ganz, 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 ganz neue Deck. Phoenix Golden Knight, Bruder. Also, das ist geisteskrank, aber du bist hops genommen, Digga. Oh, Mann. Ich liebe es. Es ist einfach so, keine Ahnung. Als ob ein 80-Jähriger mit also ein 80-Jähriger gegen irgendwelche 20-Jährigen boxt und die am Ende irgendwie kaputt schlägt, Digga. So fühle ich mich mit meinem Deck, Mann. Das ist geisteskrank. So, Cobra Gang rein. Cobra Gang wird jetzt hier hoffentlich einen guten Job machen. Okay, er spielt jetzt den Bombenturm rein, aber Kobold Gang kriegt trotzdem ein bisschen Chip, das ist halt das Geile. So, ich bringe jetzt einfach meinen Kobold fast nach außen, weil wenn ich nach vorne spiele oder in die Mitte, dann kifft der Bombenturm mit. Hier bei dem Placement nicht. Anyway, ist komplett fein, King nicht an, 3 für 3, all good. Ich würde sagen, wir cyclen den Holz, weil ich meinen Ritter unbedingt behalten will, gegen seinen Minero. Mann, wir sind gar nicht so dumm. Okay, Bruder, was ist mit ihm los? Okay, er hat auf jeden Fall richtig Bock bei ihm. Also, Geduld hat er nicht. Aber die Defense geht auf jeden Fall klar. Bro, du hast kein Elixier. Verstehst du das? Wie willst du das jetzt verteidigen? Okay, sorry, dass du irgendwie der beste Nedo-Spieler aller Zeiten bist. Das hat er ganz gut gemacht. Aber jetzt muss er gleichzeitig hier noch meine Prince defenden. Und er hat gerade relativ wenig Elixier. Das heißt, er muss jetzt hier einen Miner spielen. Wie kann ich jetzt eigentlich relativ easy mit meinem Ritter distracten? Und wir sind hier in einem guten Damage. Ich muss sogar sagen, das Matchup ist sogar relativ gut für uns. Weil der Gegner hat einfach kein Holz, Mann. Der Gegner hat einfach kein Holz. Digga, was soll ich hier sagen? Okay. Ich überlege hier mein Holz. Komm. Ja. Und jetzt bringe ich mein Kobold was rein. Er muss jetzt noch seinen Golden Knight hochbringen. Eisgeist reicht nicht, großer. Das ist eine Interaktion, die man schon immer gleich. Okay, das war auch ein sehr gutes Kobold was von mir. Aber ist okay. Wir reden nicht so gerne über Fehler. Okay, das war kein schlechter Miner von ihm. Okay, komm. Back. Kurz die Zeitmaschine angeworfen. Ich leg mir seine Kobolde, weil ich es kann, weil ich einfach
dafür geboren wurde, seine Kobolde zu predikten. Oh ja! Ja! Es hat einfach gar nichts gebracht. Ich habe einfach gar kein Damage bekommen, aber darum geht's nicht. Es geht um das Gefühl, perfekt zu sein. Und das waren wir kurz für eine Sekunde. Okay, guter Eisgeist, komm. Spiel deine... Okay, einfach Rakete drauf. Einfach so, einfach nackt auf den Turm. Er ist, jetzt ist er der Krawattenmann, Mann. Jetzt ist er der Krawattenmann. Und ich liebe es, wenn mein Gegner der Krawattenmann ist. Es ist so geil. Okay, Prince an die Brücke. Jetzt einfach hier ein Holz rein. Das Game ist over, Bruder. Du kannst alles probieren, was du willst. Aber das Game ist over. 11 HP, Hilfe, Hilfe. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Rakete fliegt. GG's. Junge, jetzt spiele ich den falschen Modus. Ich kann das nicht mehr. Ja, ja. Okay, nach dem kleinen Fauxpas sind wir jetzt hier auch im nächsten Game gegen Quasi. Okay, mal schauen, was Quasi kann. Bro, was ist denn mit den Ofenspielen? Oh, Bro, geile Emote. Ich hab den, glaube ich, gar nicht. Woher gibt's den? Gab's denn das eine Challenge? Komm. Nimm das, Digga. Zack, zack, zap, zap, zap. Nice, guys. King an. Lecker Schmecker. Kobold Gang. Rechts. Vielleicht spielt jetzt rechts nämlich hier noch was rein. Links hier das Fässchen vom Mässchen. Okay. All good. Viel Damage. Viel Damage. Ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Nehme ich mit. Gut gespielt vom Gegner. Danke dir, Bruder. Ernst. Wirklich korrekt. Hast du aber nicht gut gespielt, ehrlich gesagt. Aber ist okay. Er spielt Firecracker, Ofen, Dark Prince, Baby Dragon. Wenn ich ein Deck jetzt... Wenn ich jetzt mein ganzes Geld nehmen müsste. Auf ein Deck gehen müsste, würde ich sagen Royal Giant. Ach du heilige Butter, Butter-Therese, Bruder, also, Digga, Doppelhütte, Firecracker-Spam, okay, das ist ein verwirrtes Deck, komm, spam deine Hütten, Großer. Vor allem spiel deine Hütten bei 4, mit den Ofen bei 4, dass du keine Elixier hast, den spiel am besten deinen Ofen bei 4, dass du kein Elixier hast, um das Koboldfass zu verteidigen, wie er es jetzt hier gemacht hat, extrem smart, okay. Ich glaube, wir lassen die durch. Die kriegt einen Hit. Aber jetzt können wir hier einen Eisgeist spielen. Jetzt gibt es nämlich den Zanzarazap. Eisgeist, Eisgeist auf den Einfallcracker. Ja, auf den Einfallspit. Und jetzt stammt noch auf den nächsten. Gute Value. Ich bin ein Junge mit einem Traum. Mein Traum ist, besteht daraus, dass der Baby-Ding in die Tower Range läuft und der Ritter einfach alles wegtankt. Traum erfüllt. Ich bin ein glücklicher Mensch. Okay, Fass rein. Ja, weiß. Er hat anscheinend keinen Bock, mein Fass zu defenden. Okay, musst du wissen, Großer. Kobold Gang. E-Giant, oder diese ganzen E-Giant-Spiele. Okay, Leute, seid ihr ready für den Play des Jahrtausends? Es kracht komplett bei ihm! Digga, noch Mega-Ritter! Und noch der Eisgeist auch! Komm, wir kalten ihn zurück. Ritter, Ritter, Ritter. Geh zurück, Bruder! Kämpf! Ja! Okay, geiles Game. Nochmal zurück! Rennt, meine Schweine! Rennt, meine Schweine! Okay, nochmal zurück. Okay, Holz. Hilfe. Digga, imagine, ich verliere jetzt. Das war die übelste Karma-Schelle. Findest du es? Okay. Eisgeist. Ja, das nächste Holz, weil er wird Cracker Brücke bringen. Das war so obvious. Schnell Holz! Oh, ich krieg's verteidigt! Princess, ja! Das Ding ist, der Megaritter war ganz rechts hier außen platziert. Ist jetzt hat einfach eine ganze Weltwanderung gemacht. Junge, ich würde gerne... Digga, wie geil wäre es, wenn man Inferno-Turm mit Knick machen könnte, um den gegnerischen Turm anzugreifen. Gibt, Supercell, gibt dem Inferno-Turm mehr Radius, dass man sowas machen könnte. Das wäre so ultra lustig. Und by the way, was auch lustig wäre, wäre ein Abo. Tschüss.